Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und einer neuen Bücherwoche. Diesmal mit drei Büchern bzw. zwei ganzen Büchern, einem halben Buch und einer Kurzgeschichte. Ja, das eine Buch schließt ja in dieser Woche ab und auch von Stephen Kings Kurzgeschichte habe ich was gelesen. Aber zuerst möchte ich anfangen mit Stand-Up-Paddeln. Ja, ich bin jetzt theoretisch eigentlich erst in dieser Woche, nicht in der regulären Bücherwoche, aber ich bin Stand-Up gepaddelt. Zum ersten Mal stand ich auf einem Board und ich stand tatsächlich beim ersten Mal, ich glaube so 10 Sekunden, 15 Sekunden, bis es ins Wasser ging. Ich packe euch einfach hier vielleicht auch einfach mal ein paar Bilder hinein. Und es war richtig, richtig cool. Also ich konnte mir das vorher gar nicht so richtig vorstellen, wie man auf dieses Board kommt, wie man da steht, wie man über den See irgendwie fährt. Und ich fand auch, dass das bei vielen, denen ich dazu geguckt habe, das hat unglaublich einfach ausgesehen. Und eine liebe Freundin von mir, ja, hat jetzt ein neues Board bekommen und hat gesagt, komm, wir nutzen jetzt nochmal einen sommerlichen Herbsttag dafür aus. Und wir haben einen Nachmittag am See verbracht. Und ja, ich bin Stand-Up gepaddelt und es war mega, mega cool. Und was ich besonders tatsächlich schön fand, ist einfach mal wieder so eine Spontanität, trotz wie draußen die Welt ja gerade ist und sehr viel geplant und verplant ist und vieles nicht möglich ist, fand ich es schön, einfach mal so spontan zu sein, draußen zu sein, was Neues auszuprobieren und tatsächlich einfach mal auf so einem Board zu stehen. Das hat mega, mega viel Spaß gemacht und es war definitiv auch nicht das letzte Mal, dass ich auf so einem Stand-Up-Paddle stand und ich glaube im nächsten Jahr wird das eine meiner Anschaffungen werden und ich fand es einfach toll. Und auch die Vorstellung, dass man eben einfach auch mal alleine an so einen See geht, einfach sagt, so jetzt drehe ich hier meine Runde und sitze am Ende, wenn die Sonne untergeht, auch einfach noch auf meinem Board und auf meinem, ja, und schaue mir das hier an. Und ja, also ich stelle mir das richtig schön vor. Auch am Meer, man kann das ja auch relativ klein, ne? Es wird ja aufgepumpt. Man könnte das ja dann tatsächlich auch mit an den Meeresurlaub nehmen, an den Strand. Und auch da stelle ich mir das total cool vor mit den Wellen und bestimmt schwieriger. Ich will gar nicht sagen, dass das einfacher wird, aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool und es war ein wunderbarer Nachmittag und ja, in all der merkwürdigen Zeit, in der wir uns dieses Jahr irgendwie befinden, war das mal richtig schön, so spontan wieder herauszubrechen. Fand ich richtig, richtig toll, hat viel, viel Spaß gemacht und jeder, der die Möglichkeit hat, und irgendwie, ja, eine Wassernixe ist und das Wasser liebt, so wie ich, da sollte das unbedingt auch einfach mal ausprobieren. Ja, ansonsten war die Woche gar nicht so spektakulär. Ich habe Away auf Netflix weitergeschaut und ich habe mit der Dark Knight Trilogie begonnen, aber dazu komme ich, denke ich, am Ende. Die schönen Dinge natürlich sowieso immer zuerst. Und dementsprechend, ja, starten wir wie gewohnt auch mit den Büchern. Das erste Buch, was ich beendet habe, ist Südlich vom Ende der Welt von Carmen Posnick. Ein Sachbuch über die Reise, ja, in die Antarktis. Dann die zweite Kurzgeschichte von Stephen King aus der Sammlung Zwischen Nacht und Dunkel war Big Driver. Dann wurde beendet Nevernight 2, das Spiel von Jay Kristoff. Da habe ich ja bereits in der letzten Woche schon ein bisschen vorgeschwärmt. Und das Buch, was ich dann am Sonntag beendet habe, war The Think Like a Monk Prinzip von Jay Shetty. Ein Buch, das ich über vorablesen.de gewonnen hatte, was mich sehr, sehr gefreut hat. Alle Informationen zu den Büchern unten in der Infobox, auch den Link dazu. Ihr findet immer alles hier unten und ja, schaut da gerne einfach mal vorbei. Und ja, da findet ihr auch Instagram und Lovely Books und so weiter. Ja, schaut da gerne mal vorbei, auch wenn ihr noch mehr Infos zu den Büchern wollt. Zu der Serie kommen wir später. Wir starten wie immer chronologisch mit den Büchern. Ich muss noch mal ein bisschen mit dem Licht schauen. Heute scheint doch recht die Sonne rein. Ja, Südlich vom Ende der Welt von Carmen Posnick. Ein Buch, das mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, wir reisen hier mit der Medizinerin Carmen Posnick in die Antarktis. Ich fand, das klang nach einer mega extremen Geschichte und hatte mich hier auch auf die wissenschaftlichen Ideen gefreut und spannende Erlebnisse. Und war tatsächlich sehr, sehr happy, als das Büchlein dann vom Verlag bei mir angekommen ist. Ja, die junge Medizinerin Carmen Posnick macht sich, ja, vor ungefähr 2 Jahren war es, im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation auf den Weg in die Antarktis. Zusammen mit 12 anderen Wissenschaftlern überwintert sie auf der Forschungsstation Concordia und hat hier monatelange Dunkelheit und Temperaturen bis zu 80 Grad vor sich. Ja, wenn es ein Albtraumland gibt, dann ist es
ist wohl für mich persönlich die Antarktis, minus 80 Grad. Also ja, sie lebt zusammen mit ihren Mitwissenschaftlern auf engstem Raum, mit wenig Ablenkung und Menschen, die man auch nicht unbedingt alle gleich nett und gut. Auf der Concordia wird für Mars-Expedition, für eine Reise zum Mars geforscht, was ich mega, mega spannend finde, weil man eben zum einen einfach diese lange Reisezeit untersucht, welche Auswirkungen hat die auf den Menschen und eben auch diese Dunkelheit, diese Kälte, diese wenige Ablenkung, das wird hier im Grunde erforscht. Und Karen Posnick ist als Ärztin eben auch dort, um die Werte ihrer Kollegen zu überprüfen, Blut zu nehmen und ähnlichem und ist hier sehr gut mit dabei. Sie ist auch noch relativ jung. Ich glaube, sie war ein bisschen jünger als ich, genau 88 geboren, also ist auch noch eine junge Ärztin. Und ich fand sehr faszinierend ihren Weg, wie sie dahin gekommen ist, warum sie sich dafür entschieden hat, warum sie auch an dieser Forschung mit teilnehmen wollte. Ich fand es sehr sachlich erzählt, mit auch geschichtlichen Fakten. Also wir erleben hier auch durchaus Fakten, die ich super spannend fand in Bezug auf die Reise zum Südpol, den Wettbewerb dahin, wer daran gescheitert ist und wie und was da alles passierte. Und das fand ich mega, mega spannend. Hat mich natürlich ein bisschen an Terra von Dan Simmons erinnert, die natürlich auf andere Weise auch in einer anderen Richtung unterwegs waren, aber was eben Kälte und das ewige Eis schon immer für magische Anziehungspunkte scheinbar für die Menschen waren. Sprachlich war es sehr leicht erzählt und man konnte dem Buch richtig gut folgen. Es war mir ab und an ein bisschen zu wissenschaftlich und vielleicht auch zu theoretisch. Aber ich finde, das gehört natürlich auch einfach dazu. Es gibt viele Begegnungen und auch Erzählungen aus der Gruppe. Ich hätte mir hier aber tatsächlich ein bisschen mehr Anekdoten gewünscht, auch ein bisschen mehr was Lustiges, weil ich glaube einfach nicht, dass alle sich immer korrekt verhalten, dass alles immer gut läuft, dass sich alle immer verstehen. Da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr auch mal was zum Schmunzeln gewünscht, weil ich glaube, dass es durchaus diese Begegnungen gibt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie die mit Kollegen, die vor Ort waren, irgendwie nicht bloßstellen wollte, dass sie da keine peinlichen Geschichten erzählen wollte. Das finde ich tatsächlich auch okay, aber ich denke, über manche Dinge können einfach alle lachen und dann kann man das auch erzählen. Ich fand es auch super spannend, was alles erforscht wird, was alles wichtig ist und auf was auch geachtet wird bei diesen Tests. Das fand ich mega interessant und zeigt uns eben auch, wie komplex das eigentlich ist und auch die Vorstellung, dass man dann eben einfach irgendwann zum Mars reist, ist eben nicht irgendeine leichte. Sehr spannend und erschreckend spannend fand ich eigentlich auch die Details über die Umgebung, die Erfahrungen bei Kälte, welche Gefühle man hat, welche Gedanken man hat, was die Dunkelheit auslöst, was Kälte auslöst, wie man sich fühlt, auf was man achtet, was auf einmal wichtig wird, wenn man wenig hat. Das fand ich richtig toll. Das kam super gut rüber, sehr authentisch und da habe ich ganz viel von der Autorin, ihren Gedanken einfach mitbekommen, von ihren Gefühlen, von den Dingen, die ihr durch den Kopf gegangen sind und fragt sich dann natürlich tatsächlich auch selbst, wie man es selbst finden würde. Würde ich mich auf diese Reise begeben? Wie würde es mir gehen mit Dunkelheit, mit Kälte, mit vielleicht auch merkwürdigem Essen, mit Tests? Wie würde ich mich fühlen? Auch ohne Menschen, die ich gerne habe und wenn dann eben auch kein, Internet gibt es natürlich, aber wenn natürlich kein Skype oder so geht, hat einen ja dann auch so ein bisschen vielleicht an die Quarantänezeit, an den Lockdown erinnert, wo man eben sagt, man hat nicht so viele menschliche Interaktionen, die live stattfinden. Also fand ich mega spannend, hat mir gut gefallen, auch sprachlich fand ich es wirklich gut. Ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen mehr Personality, Persönliches gewünscht und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen hier. Ich hätte auch gern ein bisschen mehr zum Schmunzeln gehabt, weil es hier hinten ja auch so drauf stand, dass das eben so ein bisschen humorvoll sein soll. Der Humor hat mir definitiv ein bisschen gefehlt. Aber wirklich ein tolles Buch, was mir sehr gut gefallen hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vor allem alle, die eben auch irgendwie eine Leidenschaft zum ewigen Eis haben. Und wünsche da auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Lesen. Dann war auch schon die zweite Geschichte in der Novellensammlung Zwischen Nacht und Dunkel von Stephen King dran. Diesmal gab es Big Driver. Ich glaube, die
zweitlängste Novelle, Kurzgeschichte, wenn ich das richtig von der Seitenzahl habe. Eine Novelle, die ebenfalls von mir 4 Sterne bekommt, was ja bei Novellen und Kurzgeschichten von King immer gar nicht so oft passiert. In der nächsten Woche, also in dieser Woche, lesen wir noch Geschichte 3 und 4 und dann haben wir diese Novellensammlung auch gelesen. Und das ist, wie gesagt, jetzt die zweite Geschichte. Die heißt Big Driver und hier treffen wir auf die Autorin Tess, die ja so eine Art Wohlfühl-Krimis schreibt und einige Fans in der älteren Generation hat. Es ging da auch so ein bisschen um Stricken und ja, wie man es manchmal eben heute auch so kennt. Sie gibt ungern Lesungen, weiß aber schon, dass das zu ihrem Job auch dazugehört und nimmt diese Lesungsaufträge ja im Grunde mit ein bisschen was für die Rentenkasse auch an und sie füttert damit im Grunde ihren Rentenfonds, dass wenn sie sich irgendwann in den Ruhestand setzt und vielleicht auch nicht mehr schreiben kann, dass sie dann im Grunde davon leben kann. Eines Tages wird sie relativ spontan im Nebendorf oder ja, so eine Stunde entfernt, ich glaube es war gar nicht so weit oder 2 Stunden entfernt, in einer Bibliothek gebucht, driftet auch auf die Veranstalterin und hat da eine ganz angenehme Lesung, Signierung und beantwortet auch Fragen. Von der Veranstalterin bekommt sie dann den Tipp, doch einfach eine Abkürzung zu nehmen und das Navi im Grunde zu ignorieren und dort und dorthin zu fahren und dann ginge das auf jeden Fall viel, viel schneller. Und ja, sie probiert diese Abkürzung auf, doch dann passieren Dinge, die ich nicht habe kommen sehen, die meine Mitleserin nicht hat kommen sehen und die man auch gar nicht so richtig erahnen kann. Und es definitiv anders war als das, was ich dann dachte, was kommt. Viel mehr möchte ich aber auch gar nicht erzählen, weil es würde dann einfach den Effekt wahrscheinlich nehmen. Es ging für mich in eine ganz, ganz andere Richtung, als ich dachte. Die Geschichte beginnt doch recht idyllisch und ruhig und man sieht die Autorin vor sich mit ihrem Leben und wie das alles so funktioniert und wie sie auf Lesungen geht. Und dann kamen wir auf einmal in eine Richtung, die unglaublich brutal war und auch sehr realistisch gezeigt wurde. Also diese Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Ich persönlich wäre vielleicht sogar jemand, der sagen würde, vielleicht müsste man hier eine Art Triggerwarnung bekommen, aber man liest natürlich King und weiß, dass einen immer irgendwas triggern kann. Hier ging mir die Geschichte schwer auf den Magen und auch sehr, sehr an die Nieren. Die Darstellungen, die King von dem, was da alles passiert, beschreibt, das fand ich unglaublich heftig, auch sehr authentisch, sehr echt und es hat sich ganz tief in mir ein ganz, ganz großer Knoten gebildet und ein Kloß und es war ein ganz ungutes Gefühl, es war sehr bildhaft, es war zum Glück irgendwie für mich eigentlich an den richtigen Stellen abgeblendet, wobei dann meine Mitleserin schon gesagt hat, ja, die Fantasie ist schlimmer, als was jemand schreiben könnte. Da hat sie natürlich schon recht. Bei vielen Entscheidungen von Tess habe ich aber auch erst so mit meinem eigenen Rechtsempfinden gehadert. Also es passieren dann Dinge, wo man sich fragt, wie hätte ich gehandelt? Kann ich verstehen, warum Tess, die Protagonistin, so handelt? Und dann kam ich in diesen Struggle, dass ich drüber nachdachte und eigentlich mein eigenes Empfinden, meine eigene Ansicht über Recht und Unrecht, dass ich das in Frage gestellt habe und in Zweifel und in vielen Dingen ihr einfach vielleicht auch Recht gegeben habe, obwohl ich eigentlich weiß, dass es Unrecht ist. Ja, und das war typisch King. Also, dass man einfach keinen Schwarz und Weiß hat, sondern ganz viele Grauabstufungen hat, dass eben nicht immer alles ganz klar ist und deutlich, sondern eben auch ganz viel in den Zwischentönen passiert. Das hat er hier einfach großartig gemacht. Man muss sich hier aber definitiv darauf einstellen, dass es neben einer großartigen Spannung auch sehr brutal zugeht, es sehr viele überraschende Wendungen gibt und auch so eine Spur King-Angst zu spüren ist, also wo man schon merkt, dass ihm wahrscheinlich da auch nicht ganz wohl mit dabei ist. Mir war es einfach an mancher Stelle zu derb, zu brutal und das war mir manchmal einfach zu viel des Guten. Aber ja, daher eben dann auch einfach nur die 4 Sterne. Aber ja, insgesamt schon die 2 Novellen wirklich sehr, sehr gut und sehr hochwertig. Und ihr könnt euch dann freuen, was ich zu den letzten 2 Novellen in der nächsten Woche noch zu erzählen habe. Und dann machen wir direkt weiter mit einem weiteren Highlight. Und zwar Nevernight 2 von Jay Kristoff, was den Untertitel Das Spiel heißt. Ja, ein großartiger erster Band, ein packender zweiter Band und ich bin mega, mega, mega gehypt auf Band 3. Ich habe dieses Hörbuch geliebt. Ich habe es am Ende verschlungen und
ich finde es einfach großartig. Ich packe immer meine Bücherwoche zum ersten Teil auch hier unten in die Infobox. Ich möchte natürlich gar nicht so viel zum zweiten Band erzählen, weil er spoilert natürlich auch viele Dinge aus dem ersten Band und das wäre natürlich überhaupt nicht fair. Ich muss aber sagen, dass der zweite Band einen total gemeinen Cliffhanger hat und ich weiß nicht, wie Leser, die jetzt auf den dritten Teil hätten noch länger warten müssen, wie die sich dabei gefühlt haben. Ich bin ja sehr froh, dass der dritte Teil mittlerweile schon als Hörbuch bei mir eingezogen ist und es im Oktober definitiv weitergeht und ich fand den zweiten Teil einfach Wahnsinn. Ich mag es, wie Jay Kristoff seine Charaktere ins Spiel bringt, wie er Geschichten erzählt, wie er die Dinge verwebt, wie er auch mal mit uns Lesern spricht, wie er uns auf Dinge hinweist, die dann aber vielleicht doch anders sind, als wir es glauben. Auch der Sprecher des Hörbuchs, Robert Frank, ich finde den großartig, also das ist wirklich der Hammer, was der für eine Leistung bringt, was der atmosphärisch rüberbringt, wie er den Charakteren eine Stimme verleiht. Ganz egal, ob es dabei Mia ist oder die Nicht-Katze, der Nicht-Wolf, verschiedenste andere Charaktere. Das ist wirklich der Hammer, was der mit seiner Stimme macht. Ja, also ich muss unbedingt mal sehen, welche weiteren Hörbücher der so spricht. Finde ich wirklich großartig und ich glaube, man kann jetzt gar nicht so viel zum zweiten Band sagen, außer dass er kein klassischer zweiter Band ist, der irgendwie ein Lückenfüller zwischen 1 und 3 ist, sondern es ist unfassbar, was da passiert. Es ist spannungsgeladen, es ist total groß, es ist episch, es ist bildhaft, es ist Fantasy, es ist düster, es erinnert an das alte, brutale Rom und ich bin total gehypt. Ich bin geflasht. Ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass mich diese Geschichte so auch in meine Träume verfolgt und dass ich das so, oh, so ja, einfach gehypt bin. Also großartiges Buch, großartige Reihe, die wirklich unglaublichen Spaß macht und ich jetzt mega gespannt bin auf den dritten und letzten Teil und ich muss unbedingt mal sehen, was von Jay Kristoff, außer diese Illuminae-Akten, die sind ja glaube ich auch von ihm, da fand ich ja den ersten Teil gar nicht so gut, aber was es da dann irgendwie vielleicht noch gibt, weil ich den wirklich Hammer finde und auch der Sprecher Robert Frank. Also wirklich auch ein absoluter Hörgenuss, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Absolute Empfehlung. Ich bin Nevernight verfallen. Ich bin jetzt super gespannt, wie er das im letzten Teil alles auflöst. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch der Woche, bei dem ich so ein bisschen hin und her gerissen bin. Und zwar The Think Like a Monk Prinzip von Jay Shetty. Also Think Like a Monk bedeutet einfach denke wie ein Mönch. Und ich hatte hier Glück bei vorablesen.de, da bin ich auch darüber gestolpert, habe mich dann für das Buch beworben, nachdem ich die Leseprobe sehr ansprechend fand und habe Glück gehabt und habe das Exemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Mich sprechen ja Bücher grundsätzlich an, wenn es so ein bisschen um die Glückssuche geht, um das Suchen nach einem sinnvollen, achtsamen, bewussten Leben. Und natürlich war ich mega neugierig, was uns hier im Grunde ein Mönch erzählt. Und ja, das erleben wir. Shetty erzählt uns seine Geschichte. Er ist Engländer und geht mit einem guten Freund zu einem Vortrag eines Mönches. Und dieser Vortrag verändert direkt sein Leben, weil ganz viele Knöpfe in ihm angeschalten werden und er möchte alles von diesem Mönch erfahren. Und so folgt er dem Mönch dann auch nach Indien in einen Ashram und wird da für 3 Jahre ein Mönch und lernt sich und auch ja, die Welt und die Gedanken auch besser kennen. Und das erzählt er uns in einer sehr lockeren Schreibweise, das uns wohl alle auch irgendwie abholen kann. Es ist leicht, es ist modern, es hat sehr gute Vergleiche auch zu unserer Zeit, zu unserem Leben, zu dem, wie wir eben hier einfach auch im Leben stehen. Und das hat für mich tatsächlich Jay Shetty sehr, sehr gut gemacht. Es ist nicht so religiös, es wird nicht so sehr auf Religionen eingegangen oder ja auch eben irgendwie, dass man da was richtig oder falsch macht. Es ist nicht verbissen und man spürt förmlich die Leichtigkeit von Jay Shetty auch in seinen Worten und dass er diese Leichtigkeit eben auch einfach mitgeben möchte. Was mir ein bisschen wenig war, waren definitiv seine Erfahrungen im Ashram, im Kloster. Davon hätte ich persönlich viel, viel mehr lesen wollen, weil ich glaube, dass gerade das hier ausmacht, was ein Mönch zum Mönch macht, dass er eben in dem Kloster lebt und wie dieses Leben einen dann auch verändert. Und das kam mir persönlich hier drin ein bisschen zu kurz. Tatsächlich muss ich auch sagen, dass man vieles einfach schon kennt, wenn man sich mit Achtsamkeit und Bewusstsein und Yoga und Meditation beschäftigt. Wenn man sich mit so einem bewussten Leben auch schon mal auseinandergesetzt hat und gesagt hat, man ist da auf der Suche, dann
kam mir leider auch relativ viel bekannt vor. Daher ist mein Tipp eher, wenn man vielleicht Anfänger ist, wenn man mal ein gutes Einsteigerbuch sucht, wenn man da so auf Sinnsuche ist, auf Suche, was, wo kann ich anfangen. Also hier sind auch einige Tipps drin, wie zum Beispiel stehe morgens eine Stunde früher auf, meditiere und so weiter. Also Tipps, die man durchaus kennt. Für mich gab es auch den ein oder anderen neuen Impuls. Ich hätte mir einfach mehr gewünscht und ich hätte es mir auch ein bisschen tiefgründiger gewünscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mir war es an mancher Stelle einfach so vielleicht zu leicht, was aber für einen Anfänger, denke ich, auf jeden Fall gut ist. Also wenn ihr vielleicht wirklich ein Einsteigerbuch sucht, wenn ihr einfach mal jemanden erleben wollt, der im Ashram, im Kloster im Grunde ja so zu sich selbst findet, ich glaube, da ist man hier wirklich sehr gut bei diesem Buch dabei, weil es einfach so leicht ist und weil es ermöglicht, weil man eben keinen klassischen Mönch hat, der das von Kindesbeinen an wird, das erzählt er auch, wenn man an die Shaoline denkt, die gehen ja mit 3 oder 4 Jahren schon ins Kloster, sondern wir haben hier ja weltliche Männer in seinem Fall, die eben irgendwann den Weg in dieses Ashram finden und gehen danach eben als jemand anderer heraus und das finde ich tatsächlich sehr faszinierend, also diesen Switch sozusagen zu erfahren. Jetzt wird hier irgendwie das Buch scharf gestellt, weil es das Gesicht von Jay Shetter erkennt. Ja, die Kamera, ich bin noch nicht ganz angefreundet mit ihr, aber ich glaube, es wird gar nicht schlecht. Ein gutes Einsteigerbuch, mir persönlich hätten da einfach ein bisschen mehr Klosterleben sein können, ein bisschen mehr Tiefgründigkeit und so manches auch einfach unterstrichen mit Erfahrung. Ich weiß nicht, es wirkte so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen leicht. Das ist glaube ich, einfach das richtige Wort, was ich gefühlt habe. Dennoch habe ich mich gut unterhalten gefühlt und würde auch sagen, es ist ein gutes Buch, was mir aber einfach nicht so viel geben konnte, wie ich vielleicht Hoffnung reingesteckt hatte. Und ich glaube, dass Jay Shetty ja mittlerweile auch Vorträge gibt und ja, das finde ich tatsächlich cool. 32 Millionen Menschen folgen ihm in den sozialen Medien. Ich bin ihm tatsächlich vorher noch nicht irgendwie über den Weg gelaufen, aber umso spannender jetzt sein Buch entdeckt zu haben. Und natürlich sehr happy, dass ich es über vorablesen.de dann auch gewonnen hatte. Und ja, definitiv ein Buch, was einen auf jeden Fall gut unterhält. Ja, das soweit zu den Büchern der Woche. Tatsächlich eine sehr, sehr gute Woche, wie ich finde. Und die mich auf jeden Fall auch gut unterhalten hat. Und natürlich auch wirklich mit dem Highlight Never Night 2 dann ein absolutes Highlight, ja, also einfach in der Woche mit dabei hatte. Dann habe ich die Serie Away auf Netflix in der Woche beendet. Ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, 2 Folgen oder 3 Folgen angesehen, habe dann weitergeschaut. Muss auch sagen, dass sie mich gut unterhalten hat, dass ich es an mancher Stelle sehr, sehr spannend fand, so dieses Raumfahrtleben mit dabei zu sein, dass ich es interessant fand, welche Gedanken man sich über unsere Welt macht, über den Mars macht, wie das alles so funktioniert. Ich fand es gerade von der Bildgewalt großartig. Also das kam für mich schon fast an den Hollywood-Film ran, wie man hier das Innenleben eben im Raumschiff gezeigt hat. Ja, das fand ich ganz, ganz toll. Hab dann auch ein bisschen nachgelesen, wie das gedreht wurde und so. Finde ich mega, dass man das ja im Grunde für eine Serienproduktion gemacht hat, diesen Aufwand auch gemacht hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mir persönlich waren es aber nach wie vor zu viele Menschen, die unglaublich viele Päckchen zu tragen haben, die so viel miterleben, die das aus den unterschiedlichsten Gründen machen und das, ich glaube einfach nicht daran, dass solche Menschen ins All geschickt werden. Und wenn ich dann an das Buch denke, südlich vom Ende der Welt, wo Leute ausgewählt werden, um sie im Grunde zu testen für eine Mars-Mission, da merkt man definitiv den Unterschied Realität und Serie-Film. Nichtsdestotrotz hat mich die Serie sehr gut unterhalten. Ich habe sie sehr gerne eingeschaltet, trotz Hilary Swank, die ich ja nicht ganz so gerne mag. Fand ich es aber toll. Ich mochte sowohl, was im All passierte, als auch, was unten auf der Erde passierte. Ich fand es faszinierend, wie auch dieses Zusammenspiel dann so war. Und ja, wie da eben auch bei Problemen einfach umgegangen wird. Für mich hat es den Anschein, wie wenn es eine zweite Staffel gibt, weil ich fand zwar das Ende der ersten Staffel gelungen und auch irgendwie abschließend, aber ich glaube, dass die erste Staffel definitiv nur ja im Grunde für diese Mars-Mission eine Einführung ist und ich würde mir wünschen, dass es da jetzt im Grunde irgendwie weitergeht und ja, fand ich tatsächlich gut. Und dann habe ich angefangen mit der Dark Knight-Trilogie und habe
habe Batman Begins angeguckt, ist ja von Christopher Nolan und ich habe mir für dieses Jahr jetzt vorgenommen, die Christopher Nolan Filme, soweit ich die alle habe, mir das auch anzusehen und ich habe ja schon Interstellar und Memento und Inception und Prestige geschaut und jetzt ist eben, ja, Batman dran. Mein liebster Superheld überhaupt und das schon seit Kindesbeinen an und wenn er von Christian Bale dargestellt wird, da... Ach, und David Nathan als Stimme von Chris und David Nathan als Stimme von Batman. Da zerfließe ich vor Begeisterung förmlich. Also ich finde Christian Bale mit Abstand bisher den besten Batman und ich mag dieses düster angehauchte, die diese Trilogie einfach hat und die Schwermut, die Bruce Wayne einfach hat und ich mag auch überhaupt diesen ganzen Cast und jetzt mäht jemand Rasen. Ich rede einfach ein bisschen lauter, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm. Ich finde auch den ganzen Cast toll, da haben wir Gary Oldman, wir haben Katie Holmes, es geht weiter mit Michael Caine, ich habe jetzt bestimmt ganz viele vergessen, Liam Neeson, genau, spielt ja am ersten Teil. Also großartiges, ja, an Cast, ein toller Film und ja, ich war direkt eben auch schon von Batman Begins hin und weg und freue mich jetzt in der Woche auf The Dark Knight. Da ist ja dann auch Heath Ledger in seiner letzten Rolle zu sehen und dann wird es auch mit Dark Knight Returns weitergehen. Ja, Dark Knight, ja, ich glaube schon, ne? Und dann ja, kommt auf jeden Fall noch der ein oder andere Christopher Nolan Film. Ist natürlich ein bisschen untypischer für Christopher Nolan, aber ich glaube, er hat da wirklich eine Batman-Welt geschaffen, die großartig ist. Ja, so im Grunde eine ganz großartige Woche, auch ja, mit einem tollen Wochenende, das sonnig war und noch eine Wanderung beinhaltet hat. Ja, hat mir super gut gefallen und auch diese Woche ist wunderbar sonnig und schön, sonst wären wir auch nicht Stand-Up-Paddeln gegangen. Also richtig, richtig toll. Ich mag diesen Herbst, wenn er tatsächlich einfach trocken und sonnig und warm ist und man die Tage und Abende noch genießen kann. Was man aber schon merkt, ist, dass es abends tatsächlich relativ früh jetzt schon dunkel wird. Wir gehen öfter mal auch nach dem Abendessen noch so eine Runde, eine halbe, dreiviertel Stunde bis Stunde spazieren. Und es ist tatsächlich uns jetzt gestern passiert, dass wir abends um 6:45 losgelaufen sind, so bis 7:45 und standen dann gefühlt schon fast im Dunkeln. Also das muss man sich auch erstmal wieder umgewöhnen, dass man jetzt vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen früher spazieren geht, wenn es dann noch hell ist und mal sehen, wie man es dann im Winter tatsächlich macht, ob man dann in der Mittagspause am Ende vielleicht einfach seine Runde geht. Weil ich glaube, das wird sonst schon etwas, was mir tatsächlich irgendwie fehlt. Müssen wir mal sehen. Ja, das war es soweit von mir. Ich bin sehr gespannt, ob ihr eins der Bücher, das ich euch vorgestellt habe, schon kennt. Ob ihr die spannend findet, ob ihr die selbst lesen wollt oder was auch ihr einfach gelesen habt. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, was vielleicht auch euer letztes Highlight war. Oder vielleicht kennt ihr ja auch Nevernight und wollt darüber möglichst spoilerfrei schwärmen. Dann natürlich auch gerne. Auch Serientipps sind immer gerne gesehen. Nach Away habe ich jetzt erstmal keine Serie. Aber lasst mich das gerne wissen, wenn euch da irgendwas bei Netflix untergekommen ist, was ihr toll findet. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren quatschen. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.